Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid und zwar heute zum Bonus-Content Sonntag. Ich hoffe, der ein oder andere hat dieses Video schon erwartet oder freut sich drauf, denn heute geht's mal wieder um Ameisen. Und ich habe es ja beim letzten Mal schon etwas angeteasert. Heute soll es quasi um Blattschneiderameisen gehen. Blattschneiderameisen, zumindest bei mir selbst so damals in der Kindheit hat man die schon kennengelernt. Diese Ameisen, die diese riesigen Stückchen Blätter hinten auf dem Rücken tragen. Es gibt sie auch in einigen Filmen, in einigen Spielen hier und da. Also eigentlich eine relativ bekannte Ameisenart, die doch, wie ich finde, so eine Ameise mit so einem riesen Blatt durch die Gegend rennt, sehr, sehr schön anzuschauen ist. Und heute wollen wir mal schauen, was hat es denn mit dem ganzen Blätter rumtragen und mit dieser Ameise überhaupt auf sich. In diesem Video habe ich mir den Plan gesetzt, dass ich euch natürlich die Blattschneiderameise erklären möchte, was so ihr Lebensziel ist und was sie den ganzen Tag so treibt. Und am Ende werde ich noch den ein oder anderen Haltungstipp geben, denn ja, man kann tatsächlich Blattschneiderameisen halten, aber da solltet ihr euch wirklich genauestens informieren. Fangen wir zunächst mit den grundsätzlichen Informationen zur Blattschneiderameise an und hier möchte ich als erstes mal euer Wissen testen. Das bedeutet, ich gebe euch jetzt eine Multiple-Choice-Aufgabe, ja so wie in der Schule quasi, und ihr sollt die richtige Antwort oben rechts bei dem I ankreuzen. Dann kann ich mal sehen, wie viel wisst ihr schon über diese Ameise. Und damit geht es los, meine Freunde. Ich könnte euch natürlich etwas Druck von den Schultern nehmen und sagen, ja, wenn ihr diese Aufgabe nicht richtig beantwortet, dann wird das nicht eure Zukunft beeinflussen oder ihr verbaut euch nicht eure Zukunft oder irgendwie sowas. Aber ich muss einfach sagen, wenn ihr diese Aufgabe nicht richtig beantwortet, werdet ihr nie wieder in eurem Leben einen Job finden. Wie das Ganze läuft, ich werde euch nach und nach die 4 Antwortmöglichkeiten geben. Ihr klickt aber noch keine an, weil ihr ja sonst sofort das Ergebnis wisst. Und erst am Ende, wenn ich euch Bescheid sage, dann wählt ihr aus, welche eure Antwortmöglichkeit sein soll. Antwortmöglichkeit Nummer 1. Blattschneiderameisen schneiden passend Blätter zu, um diese anschließend mit einem speziellen Speichel zu verkleben, um daraus ein Nest in der Höhe zu bauen, da es in Tropenwäldern sehr, 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 sehr viele Gefahren am Boden gibt, die Ameisen töten oder auffressen, zerstören können. Antwortmöglichkeit Nummer 2. Die Blattschneiderameisen benutzen diese Blätter, um in einem unterirdischen Nest, also quasi einem Erdreich, dort sind ja sehr, sehr viele Tunnel und die haben eine bestimmte Größe, verschiedene Eingänge und Ausgänge zu bauen, wie so ungefähre Klimatüren. Das heißt, das ist natürlich eine tropische Ameise, die hat spezielle Anforderungen, besonders sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und wenn die Luftfeuchtigkeit oder das Klima mal nicht passen sollte für die Ameise selbst und natürlich auch die Brut, dann können sie einfach die Türen öffnen und schließen, sodass das Klima wieder passt. Antwortmöglichkeit Nummer 3. Die Ameisen nutzen die Blätter, um damit ihr Nest camouflage zu tarnen. Das bedeutet, dass das Nest mehr oder weniger unsichtbar in der ganzen Natur wird, vor allem vor anderen Wildtieren wie zum Beispiel dem Ameisenbär. Diese Strategie der Tarnung wurde damals durch Professor Jay Lentiston erforscht und später dann vom Militär ernommen. Die Ameisen sind also der Vorreiter der Militärtarnung. Oder Antwortmöglichkeit Nummer 4. Die Ameisen nutzen die Blätter, um sich darüber irgendwie zu ernähren. Es gibt auch Ameisen, die Körner essen, es gibt Ameisen, die sehr, sehr viele Insekten essen. Das heißt, hier ist das Ernährungsspektrum eigentlich sehr, sehr groß, wobei irgendwie alle Ameisen auch Proteine brauchen. Jetzt, meine Freunde, habt ihr die Möglichkeit, oben eure Antwortmöglichkeit anzuklicken. Wählt weise, eine falsche Entscheidung kann euer Leben negativ beeinträchtigen, sodass ihr vielleicht nie wieder einen Job findet. Auf jeden Fall, ja, die richtige Antwort, meine Freunde, ist... Ich meine, ich habe so viel um den heißen Brei geredet, dass es wahrscheinlich schon absolut offensichtlich war. Die Ameisen nutzen diese Blätter, um sich darüber irgendwie, ich habe extra das Wort irgendwie eingebaut, zu ernähren. Blattschneiderameisen sind nämlich absolut insane interessant. Die Ameisen sind nämlich Farmer. Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber sie schneiden diese Blätter passend zu. Hier muss man ebenfalls sagen, die Ameisen haben ein richtig gutes Größenverhältnis. Ja, also einen Sinn für Größenverhältnis. Denn es gibt da quasi die Schneideameisen, die schneiden den ganzen Tag da ihre Blätter. Und dann gibt es kleinere Ameisen, die diese Blätter abtransportieren. Und die Schneideameisen wissen ganz genau, wie viel diese kleine Transportierameise tragen kann und wie groß das Blatt sein muss, damit es auch ordentlich ins Nest reinpasst. Diese Blätter tragen sie dann über meterlange Blattschneiderstraßen. Diese können wirklich 10, 20, 30 bis zu 50 Metern oder länger gehen. Also es kommt auch immer auf die Art an. Aber sehr, sehr weite Straßen und bringen diese quasi zu sich zurück ins Nest. Hier wird unterirdisch tatsächlich ein Pilz angebaut. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen verdummt, aber ja, sie bauen eine Art Pilz an und den füttern sie mit diesen Blättern. Das bedeutet, sie essen nicht selbst diese Blätter, sondern sie zerkauen die und spucken die mehr oder weniger dann auf diesen Pilz und dieser ernährt sich davon und wächst dann.
kann. Und über diesen Pilz, der wächst, den fressen die dann und darüber ernähren die sich. Und da sind dann auch Proteine und eigentlich alles, was die Ameise zum Überleben braucht, drin. Ich habe ja auch schon mal in meinen vorigen Videos über verschiedene Jobs der Ameisen gesprochen und bei diesen werden quasi extra kleine Farmameisen ausgebildet. Das sind mini kleine, so damit sie in alle Ecken, Ritzen und überall so schön reinkommen, die den ganzen Tag sich nur um den Pilz kümmern, den pflegen und zum Wachsen bringen. Dieser Pilz braucht allerdings ein absolut bestimmtes Mikroklima. Wird das nicht eingehalten, dann wird der Pilz in sich zerfallen und die ganze Kolonie wird daran vermutlich sterben, weil dieser natürlich toxisch werden kann oder natürlich auch, weil deren Nahrungsquelle versiegt. Und deswegen war Antwortmöglichkeit Nummer 2 gar nicht so unglaublich verkehrt, denn die Ameisen bauen Eingänge und Ausgänge für ihren Pilz, damit sie das Klima wirklich beeinflussen können, mehr Luft reinlassen können oder weniger Luft reinlassen können. Aber das bauen sie nicht aus Blätter, diese Eingänge, sondern mit Erde, Stein oder sonst was. Allerdings gehen von so einem Pilz natürlich trotzdem Gefahren aus und dagegen kann sich die Ameise allerdings schützen. Denn sie haben auf ihrem Körper verschiedene medizinische Stoffe, nenne ich es jetzt einfach mal, verschiedene Bakterien, verschiedene Möglichkeiten, sich gegen der Toxicness des Pilzes zu schützen. Und diese werden teilweise auch sogar von der Medizin erforscht, weil das einfach absolut insane ist, wie die Ameisen das machen und vielleicht auch irgendwann mal dem Menschen was bringen könnte. Aber die Ameisen schützen sich nicht nur selbst vor dem Pilz und seiner Toxicness, sondern schützen sie auch den Pilz vor anderen Bakterien und irgendwelchen Sachen, die ihn auch gerne auffressen möchten. Und dazu haben sie ebenfalls verschiedene, ja, medizinische Stoffe und Möglichkeiten zur Verfügung. Dennoch muss man sagen, ist das eine absolut risikoreiche Geschichte, denn sollte da irgendwas schief gehen, kann es sein, dass sofort die ganze Kolonie da mit bei drauf geht. Und deswegen sind sie aber auch einfach absolute Meister in dem, was sie tun. Und das ist der perfekte Übergang, denn wir sind nicht Meister in dem, was wir tun, in der Ameisenhaltung zu den Blattschneiderameisen. Denn diese Haltung ist komplett insane. Ich selber habe keine Blattschneiderameisen, aber ich habe mich natürlich sehr umfassend schon mit diesem Thema beschäftigt und ich kann wahrscheinlich sagen, dass die Blattschneiderameisenhaltung die aufwendigste Haltung von allen Ameisen ist. Woher kommt das Ganze? Diese Blattschneiderameisen brauchen natürlich Unmengen an Blättern und wachsen absolut insane schnell und brauchen dazu noch sehr lange Laufwege. Das heißt, in der Ameisenhaltung sieht man sehr gerne und das ist wahrscheinlich einer der absolut größten Pluspunkte, dass Leute, die da richtig drin aufgehen, ein komplettes Rohrsystem durch ihre ganze Wohnung legen, wodurch diese Ameisen quasi diese Blätter tragen. Das ist auch wirklich sehr wichtig, dieses Rohrsystem, denn die Ameisen brauchen diese Laufwege. Das ist wie so ein Hund, der draußen rumlaufen muss und ab und zu freilaufen muss, wie ein Vogel, der fliegen muss. Diese Ameisen brauchen Laufwege. Die müssen laufen. Das ist ihre Natur. Bei den Blattschneiderameisen gibt es dann 3 große Kammern. Das heißt, es gibt einmal die Blattschneiderkammer, beziehungsweise irgendwo, wo Blätter halt sind und da werden die geschnitten. Dann werden sie transportiert zum Nest, also zum Pilz. Also es sind auch irgendwelche Behälter, wo dann der große Pilz drin ist. Und dann werden Reste, Müll und Abfall, quasi die dabei entstehen, zu einer weiteren Müllhalde, Müllkammer gelagert. Hier muss man übrigens sagen, dass dieser Müll, in Anführungsstrichen, extrem guter Dünger ist. Ja, also wer übelster Blumenliebhaber ist, der wird sich da auf jeden Fall freuen. Die 2 wichtigsten Blattschneiderameisen zur Haltung sind zum einen die Atter und zum anderen die Acromyrmex. Diese beiden Arten unterscheiden sich schon sehr voneinander und ich werde euch einige Informationen zu diesen geben. Eine Blattschneiderameise kostet ungefähr ganz grob zwischen 100 und 300, vielleicht sogar mal 400 Euro, je nachdem, wie viele Ameisen ihr euch natürlich auch kauft. Meistens kriegt man die nicht alleine, die Königin, weil die sich wirklich sehr schnell vermehren. Leider, wie man das meistens so kennt, ist das Geilere das Schlechtere. Ja, das heißt, die geilere Kolonie zu halten sind die Atter. Denn die Atter haben eine unglaublich riesige Königin, die ist wirklich 3 cm groß im Vergleich zu den anderen Ameisen. Absolut insane riesig. Außerdem hat die Art ein sehr ausgeprägtes Kastensystem. Das heißt, hier gibt es Arbeiterinnen, die sind wirklich 3 bis 4 mm groß, die sich um den Pilz kümmern, sehr kleine Ameisen, bis hin zu 23 mm großen Soldaten, die einen unglaublich großen Kiefer haben. Die sind natürlich vor allem auch zum Blätterstein, zum Verteidigen da, aber die können sich super insane auch durch eure Haut durchschneiden. Also es tut wirklich weh. Außerdem kann man sagen, sind die Atter nicht besonders ausbruchsfreudig. Ja, das heißt, solange sie mehr oder weniger ihr Geld kriegen, dann streiken die auch nicht. Solange sie genug Nahrung haben und genug Platz haben, laufen die ganz normal ihre Wege durch und sind sehr zufrieden. Und jetzt kommen wir zum großen Negativpunkt, warum diese Ameise nicht die richtige zur Haltung ist.
Und zwar ist es nämlich so, dass in der Natur diese Ameise Erdnester baut, die bis zu 9 Meter tief gehen und auch bis zu 40, 50, 60 Meter Quadratmeter breit oder groß sein können. Und hier sind nicht weniger Ameisen drin, sondern bis zu 8 Millionen. Ja, ihr habt richtig gehört, 8 Millionen Arbeiterinnen. Diese Ameise entwickelt sich sehr, sehr schnell und ihr wollt gar nicht wissen, wie viel 8 Millionen Arbeiterinnen an Blättern fressen. Die fressen pro Tag 43 Kilogramm. Das ist wahrscheinlich mehr als eine Kuh frisst, gehe ich mal sehr, sehr stark von aus. Blätter sind übel leicht. Stellt euch mal vor, wie viele Beutel, wie viele Tonnen voll Blätter ihr für diese Kolonie ranschaffen müsst. Das ist komplett insane und ehrlich gesagt auch gar nicht machbar. Deswegen werden sie in Südamerika, da wo sie auch viel unterwegs sind, auch als Pest angesehen, weil die natürlich dort alles wegfressen. Bedeutet, für eine normale Privatperson ist diese Ameise eigentlich gar nicht zu halten, wenn ihr nicht eure ganze Wohnung mit Becken für die Ameisen vollkleistern wollt, mit Laufwegen, das ganze Zimmer voll damit und jeden Tag mehrere Tonnen Blätter ranbringen wollt quasi. Also Tonnen nicht im Sinne von Kilogramm Tonnen, sondern Tonnen mit Behälter voll Tonnen. Voll Blättern, voll Tonnen. Natürlich kann man das Wachstum dieser Kolonie eingrenzen, indem man sagt, es gibt jetzt nicht mehr so viele Blätter für euch, ihr kriegt jetzt nicht mehr so viel Platz, damit ihr neuen Pilz anbauen könnt, etc. Aber wenn wir mal einfach komplett insane ehrlich sind, ist das keine artgerechte Haltung. Wenn ihr eurem eigenen Tier, egal was es ist, eine Schlange, eine Spinne oder was, eine Ameise, egal, sagt hier, es gibt jetzt nicht mehr so viel Nahrung für dich, es gibt nicht mehr so viel Platz für dich, dann sind wir ehrlich gesagt auch nicht besser als irgendwelche Tierhändler, die irgendwelche Schweine oder irgendwelche Hühner halten. Man sieht extrem viele Videos von YouTubern, die sich irgendwelche Ameisen kaufen und meistens ist es so, ja, sie haben Lust auf diese Ameisen und anfangs ist es eine kleine Kolonie, die kann man super insane halten, das ist, braucht nicht viel Platz, das ist super easy, allerdings wachsen die sehr, sehr schnell, vermehren sich sehr, sehr schnell, innerhalb von einem Jahr werden es locker mal dann 20.000, dann werden es 40.000 und so weiter und die brauchen immer, immer, immer mehr Blätter, auch wenn ihr im Urlaub seid, auch im Winter, das ist eine tropische Ameise, die brauchen immer, immer, immer wieder Blätter und das Problem ist dann, dass diese Kolonie irgendwann so groß wird und die Leute nicht mehr drauf klarkommen. Das bedeutet, die kaufen sich diese Ameise, um sich wirklich die Frage zu stellen, kann ich auch in 3-4 Jahren für diese Ameise sorgen? Denn jetzt kommt das Problem. Das ist eine tropische Ameise. Ihr dürft diese nicht einfach draußen in der Wildnis aussetzen. Zum einen könnte es natürlich sein, dass diese sofort sterben beim Klima. Zum anderen könnte es aber auch sein, dass sie zu einer Pest werden in Deutschland und einfach komplett alle, ja, das komplette Natursystem zerfrisst und zerstört. Das sind Ameisen, die freaking fucking Soldaten haben. Die einzigen Ameisen, die in Europa Soldaten haben, das sind Faidole und die sind unglaublich klein. Also rein absolut in der Theorie könnte es halt sein, dass diese Ameisenart alle anderen Ameisenarten ausrottet. Und gleichzeitig würden sie natürlich alle möglichen Gärten auffressen und vielleicht auch den ein oder anderen Bauern um seine Ernte erleichtern. Das Ding ist, diese Ameisen könnte man nicht mal wirklich mit Chemikalien bekämpfen, denn sie merken, wenn ein Blatt nicht gesund ist oder irgendwie mit Chemikalien besetzt ist, dann ernten sie diese Blätter nicht bzw. schneiden sie diese auch nicht. Die einzige Möglichkeit, eine solche Kolonie nach 3 Jahren vermutlich vielleicht 1 Million Ameisen loszuwerden, ist diese alle zu töten. Wenn das das Ziel eurer Ameisenhaltung ist, dann tut es mir wirklich leid. Und damit kommen wir zur anderen Art, und zwar zu den Akkomyrmex. Diese Art ist zur privaten Haltung deutlich angenehmer, denn sie braucht viel, viel weniger Platz, weil sie viel, viel weniger Pilz anbaut, weil sie viel, viel weniger Blätter schneidet, weil sie viel, viel weniger Arbeiterinnen ausbildet. Denn es sind hier keine 8 Millionen oder 20 Millionen, sondern maximal so 20.000. 20.000 klingt immer noch sehr, sehr viel, ist tatsächlich gar nicht mal, ist weniger als man denkt tatsächlich. Ihr müsst also nicht eure ganze Wohnung mit Behältern für die Ameisen vollstellen. Ihr müsst außerdem nicht jeden Tag 20 Millionen Blätter ranschaffen. Diese Ameisenart hat allerdings auch ihre Negativpunkte. Ein Negativpunkt ist, dass sie doch sehr ausbruchsfreudig ist. Das heißt, sie sucht immer irgendwie nach einem Way Out quasi. Sucht irgendwo nach irgendwelchen Stellen, wo sie rauskommt. Natürlich wird dadurch nicht die ganze Kolonie in deinen Wohnung umsiedeln. Aber es kann natürlich sein, dass du irgendwann mal eine Ameisenstraße zu deinen Blättern und Pflanzen oder so in deiner Hütte hast. Und das ist natürlich jetzt auch nicht so angenehm. Außerdem ist die Königin hier doch deutlich, deutlich kleiner, also unspektakulärer und auch das Kastensystem ist nicht so ausgebildet. Das heißt, die Ameisen werden deutlich kleiner als die von den Atta und haben auch ebenfalls keine Soldaten, was natürlich nicht so schön anzuschauen ist und auch nicht ganz so spektakulär ist. Ein weiterer Negativpunkt zu dieser Ameise ist, dass sie in der Natur zu ihrer Schneidstelle, das heißt da, wo sie ihre Blätter schneiden und herholen, locker mal so 10, 20, 30 Meter Weg hinter sich legen. Das gehört einfach in deren Natur dazu und deswegen muss man das auch mehr oder weniger simulieren. Ihr müsst also eure Wohnung wirklich damit vollkleistern und nicht mit irgendwelchen kleinen Scheißschläuchen, sondern mit richtig schönen, geilen Rohren, die schön stabil sind und wo die auch schön durchlaufen können. Denn so eine Ameisenstraße kann natürlich auch sehr, sehr
gut belaufen sein. Und deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, dass ihr diese Laufwege da anbietet, denn sonst entwickelt diese Ameise sich nicht schön und es ist natürlich auch nicht artgerecht. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video vor allem einen Einblick zu den Blattschneiderameisen gegeben, natürlich auch zur Haltung und vor allem auch die Leute, die sich sagen, ja, ich kaufe mir jetzt mal eine Blattschneiderameise, die sich nicht genau darüber im Klaren sind, was in 3 Jahren ist, das Gehirn so ein bisschen erleuchtet, denn das machen sehr, sehr viele. Sie kaufen sich einfach eine. Auf YouTube hat jeder so eine Kolonie, eine Atta-Kolonie, eine 8 Millionen Ameisen-Kolonie und das sind irgendwelche Leute, die sind teilweise 16, 17, 18. Ich weiß nicht, wie sie in 2, 3, 4 Jahren diese Kolonie noch halten wollen. Das Beste, was ihr machen könnt, ist vielleicht an einem Zoo die abzugeben, wenn sie das wollen, aber die Kolonie zu töten, das ist dann wirklich sehr, sehr schade und da sollte man sich wirklich drüber Gedanken machen, ob man das Ganze mit sich vereinbaren kann, ob man da wirklich genug Zeit hat, genug Geld und genug Platz. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, auf Wiedersehen und tschüss.